Seit Donnerstag läuft Woody Allens neuer Film in den deutschen Kinos und damit geht es hier jetzt um Wonder Wheel. In den 50er Jahren arbeitet Rettungsschwimmer Mickey am Strand von Coney Island in New York und erzählt uns eine Geschichte, die er zu jener Zeit erlebte. Der Schausteller Humpty und die Kellnerin Ginny leben ein einfaches Leben auf einem der bekanntesten Rummel der Welt. Ginny hat aus erster Ehe einen Sohn mit starkem Hang zum Feuerlegen mit in die Beziehung gebracht und träumt von einem Leben auf der Bühne und nimmt ihr Schicksal als Kellnerin hin, während Humpty versucht, dem Alkohol auszuweichen und im Grunde nur seine Ruhe haben möchte. Plötzlich taucht aber nach 5 Jahren ohne jeglichem Kontakt Humptys Tochter Carolina auf und sie ist auf der Flucht. Denn mit ihrem Freund hat sie sich auf eine Gangsterwelt eingelassen und weiß über zu viele Dinge Bescheid. So muss sie also abtauchen und das mitten im kunterbunt romantischen Coney Island. Ich finde die Kleine. Mir zerspringt der Schädel. Es bricht alles zusammen. Du siehst ein bisschen irre aus. In Sachen Liebe entpuppen wir uns oft als unser schlimmster Feind. Ich weiß, was du getan hast. Wirst du jetzt nicht ein bisschen melodramatisch? Wonder Wheel geht 101 Minuten, ist seit 12 Jahren freigegeben und läuft seit vergangenem Donnerstag, dem 11. Januar 2018, in den deutschen Kinos und ist der neue Woody Allen-Film. Das heißt, es sind oft Filme, die sind sehr romantisch veranlagt, mit extrem viel Text, dialoglastig und vor allem Handlungsstränge, die man so nicht immer kommen sieht. Und Woody Allen war immer ein Garant für überraschende Filme mit einem besonderen Blickwinkel und oft auch einer sehr hohen Qualität. Aber das hat in den letzten Jahren leider etwas nachgelassen, spätestens seit Midnight in Paris. Aber dann vor allem, muss ich sagen, bei Wonder Wheel bin ich doch dann sehr enttäuscht aus dem Film rausgegangen. Zwar gibt es hier einen handwerklich ordentlichen Film mit einem schönen, romantischen Hang und tolle Bilder, die eingefangen werden von Coney Island in einer Welt, wo man sagt, oh, da würde ich gerne mal selber einen Tag lang flanieren in den 50er Jahren, aber die Geschichte dahinter ist vollgepackt mit Figuren, die in sich nicht stimmig sind, eine Handlung, die zu vorhersehbar ist und vor allem, dass Woody Allen sogar seine Figuren sich fast für seine Art und Weise zu inszenieren entschuldigen lässt und damit entsteht ein Flickenteppich aus Elementen, die man zwar von Woody Allen kennt, aber insgesamt noch lange keinen Film ergeben. Und noch lange keinen guten. Kurzum, ich war enttäuscht und der Film ist leider nicht gut geworden. Dazu beim Fazit kurz ein paar Worte noch mehr. Reden wir kurz über den Cast, weil der ist recht namhaft. Vor allem Kate Winslet als Ginny beispielsweise spielt eben diese Frau, die eine Kellnerin ist, früher am Theater gespielt hat und diese Welt der Bühne geliebt hat, aber als Kellnerin sich irgendwie durch das Leben schlägt und damit auch irgendwie klarkommt. Aber irgendwo in ihr träumt eine romantische Seele nach etwas Größerem, verlangen zu dürfen und mehr zu wollen. Und vor allem, als sich ihr vielleicht auch ein romantisches Abenteuer bietet, manövriert sie sich in ein kleines Chaos rein, das wir als Zuschauer leider schon sehr früh kommen sehen, aber vor allem entschuldigt sie sich als Figur immer wieder und sagt dann fast wortwörtlich, dass sie ja nur die Kellnerin spiele. Und allein eine Figur so zu veranlagen, dass sie sich entschuldigt für das, was sie spielt, ist zwar ein Stilmittel, mit dem man arbeiten kann als Drehbuchautor und Regisseur, aber wenig kreativ, war schon mal ein Punkt, wo ich dachte, okay, ein bisschen schwerfällig an dieser Stelle und vor allem fehlt der Figur einfach so viel an Elan, wirklich in diese Handlung hineinzupassen und auch ihre Wendungen, sich so zu verhalten, wie sie sich verhält und damit die Handlung ganz stark zu beeinflussen, ist nicht unbedingt in das Gefühlschaos, was sie sonst mit sich trägt, einfügbar. Ich habe mich da am Ende einfach richtig schwer getan. James Belushi ansonsten dabei als Humpty, der einfache Typ, etwas drüber, aber wenigstens noch wirklich echt veranlagt. Einfach so ein kleiner Lebemann, der mit noch am besten ist, aber irgendwie nicht so richtig in die Geschichte passen will. Seine Figur sich nicht wirklich verändert und weil er eigentlich irgendwie, obwohl er Hauptdarsteller ist, so ein wenig sich wie Beiwerk anfühlt die ganze Zeit. Während Justin Timberlake als Mickey, der Rettungsschwimmer, derjenige ist, der uns als Zuschauer mit in die erzählerische Welt nimmt, der aber auch daran teilnimmt, der aber selbst sagt, wenn er Autor wäre und er hat auch eine poetische, romantische Ader, er zu romantisch veranlagt sei. Und wenn es seine Geschichte wäre, dann würden wahrscheinlich die Zuschauer sagen, sie wäre zu romantisch. Noch so ein Mittel, um sich zu entschuldigen als Filmemacher, dass ein Film vielleicht zu sehr einen Drall bekommen hat, nur weil die erzählende Hauptfigur einen Hang dazu hat. Kann man machen, muss man aber auch wissen, dass man das nicht unbedingt jedem durchgehen lässt. Finde ich schwierig, weil ich Justin Timberlake ansonsten selber in den Szenen eigentlich wirklich okay fand. Aber man schöpft nicht aus, was er kann. Und seine Figur ist eben genau in eine bestimmte Richtung hineindirigiert, die es eben braucht, um ein gewisses Chaos auszulösen. Dann noch Juno Temple als Carolina, die sehr unglaublich attraktiv in jeder Szene positioniert wird und eigentlich gerade, weil sie aus dieser Gangsterwelt kommt, mehr als nur das schüchterne Opfer sein könnte, die irgendwie vielleicht in eine Falle hineinläuft. Da merkt man, da wird viel Potenzial liegen gelassen. Soll bedeuten, guter Cast trifft auf eine schwache Geschichte und damit unausgeschöpftes Potenzial. Und das ist eine der schlimmsten Sachen, gerade wenn ich sehr dialoglastig bin,
und eine Handlung verdichten möchte, kommt es auf das an, was ich zu erzählen habe. Da kann das Handwerk zwar einen schönen Film machen, aber nicht viel retten. Zu diesem Fach wechseln wir jetzt, weil das ist ordentlich geraten. Die Kameraarbeit mit schönen warmen Farben von Coney Island ist es wieder mal eine gewisse Liebeserklärung. Dieses Mal einen speziellen Bereich von New York City. Und da hat man eben Lust, sich so ein wenig drin zu verlieren. Das macht eben das Szenenbild aus, dieser Mix aus Rummel und den Schaustellern, wie sie dort in ihrer einfachen Welt leben. Während ringsherum immer Spaß herrscht, kann trotzdem mittendrin ein Drama für sich passieren. Ist ein interessanter Gegensatz. Die Musik ist begleitend, auch schön im 50er-Jahres-Stil. Und der Packeffekte gibt es ansonsten nicht, über die wir reden müssten. Und 50er-Jahre-Kostüme und Make-up bedeutet entweder sehr aufwendig, weil wir uns eben in diesem Schaustellertum beschäftigen, oder eben einfach gehalten, aber trotzdem aus einer Zeit, die fast 7 Jahrzehnte zurück ist. Und das macht einfach Spaß, sich anzusehen an dieser Stelle. Muss ich am Ende sagen, wenn man mich fragt bei diesem neuen Woody Allen-Streifen, was mag ich? Ich mag das Setup, ich mag die Atmosphäre und ich mag diese romantische Liebeserklärung an Coney Island. Ich persönlich, als ich da war, fand, da konnte man einfach eine vergangene Zeit spüren von den Resten, die man heute im Grunde noch sieht, aber nicht mehr diesen Flair tragen kann. Aber was finde ich nicht gut? Das sind leider richtig wichtige Dinge, wenn es darum geht, einen Film zu erzählen, der ein Drama sein möchte. Die Geschichte wirkt wie so ein Flickenteppich. Viele Elemente und Stilmittel, die wir von Woody Allen kennen, die aber keinen richtigen Film ergeben wollen. Eine Handlung, die sehr vorhersehbar ist, man im Grunde zusehen kann, wie Figuren in ihr Schicksal laufen, zu gewollt konstruiert, nicht wirklich durchdacht, und die Figuren sich entschuldigen zu lassen für die Art und Weise, letztendlich für die gesamte Erzählung, finde ich ein schwaches Mittel, um mit seinen Schwächen vielleicht umzugehen. Und damit ist er für mich einer der schwächsten Woody Allen-Filme, weil er auch ein Stück weit so freudlos wirkt. Eigentlich ein romantisches Setup und trotzdem eine gewisse Kälte gegenüber den Figuren, die dem Film einfach nicht gut getan hat. Für mich bekommt er als Drama leider nur 4,5 von 10 möglichen Punkten und insgesamt 4 von 10 möglichen Punkten. Wirklich schade. Und die 101 Minute, das hat er schon locker öfter geschafft, sie sehr, sehr leicht dahingehend wirken zu lassen. Die kam mir vor wie gute 2 Stunden. Auch kein gutes Zeichen. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Wonder Wheel seit vergangenem Donnerstag, dem 11. Januar, in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.